Die beiden Waisenkinder. Vor langer, langer Zeit, als Menschen und Tiere noch miteinander sprechen konnten und sich gegenseitig verstanden, lebte einmal ein Mann und eine Frau. Sie hatten viele Jahre aus einer Schüssel gegessen. Da wurde ihnen zwei Knaben geboren. Doch war es sehr sonderbar. Der Erstgeborene nämlich hatte die Gestalt eines Kalbes. Der Zweitgeborene allein war ein Mensch. Die Brüder liebten einander sehr. Als sie 15 Jahre alt waren, starben ihnen Vater und Mutter. Nun waren sie allein auf der Welt und der Jüngere führte seinen älteren Bruder jeden Tag auf die Weide. Nicht lange, da brach in ihrer Heimat eine Hungersnot aus. Die Felder trugen keine Frucht. Wenn sie dort wohnen geblieben wären, hätten sie verhungern müssen. Darum entschlossen sie sich, auf die Wanderung zu gehen, um eine neue Heimat zu suchen. Bald kamen die Brüder in ein Dorf, und weil sie nichts mehr zu essen hatten, sprach das Kalb zum Menschenbruder: »Geliebter Bruder, jetzt ist unsere Wegzehr verbraucht. Für mich ist das einerlei, denn ich kann zur Not Gras fressen. Du aber müsstest verhungern, wenn wir keinen Reis für dich finden. Ich will dir helfen. Geh hinüber zu den Kuhhirten dort und fordere sie heraus, mit der Wette abzuschließen. Ich werde mit ihren stärksten Stier kämpfen. Wenn sie ihre Wette verlieren, sollen sie uns einen Korb Reis geben. Wenn wir dagegen besiegt werden, nun, so sollen sie mein Fleisch haben.« Der jüngere Bruder hörte es und sprach: »Wirst du denn aber siegen? Sehr stark bist du nicht. Die Stiere jener Hirten jedoch sind groß und kräftig, einer wie der andere.« Der ältere Bruder entgegnete, er werde dennoch siegen. »Drum geh und schließ mit den Hirten die Wette ab.« Der jüngere Bruder hörte auf die mutige Rede des Kalbes und forderte die Hirten heraus. Als sie das magere und halb verhungerte Kalb sahen, waren sie sogleich einverstanden und brachten einen mächtigen Stier, der mit dem Kalb kämpfen sollte. Im Handumdrehen war der Stier besiegt, und der Sieger bekam Reis, genug, um eine Weile sorgenfrei leben zu können. Die Brüder zogen weiter. Als der Reis aufgezehrt war, näherten sie sich abermals einem Dorf. Auf den Weiden sahen sie eine Büffelherde und die Hirten dabei. Weil das Kalb wusste, dass sein Bruder keine Speise mehr hatte, ließ es ihn zum zweiten Mal die Hirten herausfordern, mit ihnen zu wetten. Wieder siegte das Kalb und alles geschah wie zuvor. Sie erhielten einen Korb Reis, wovon sie sich weiterhin sorglos ernähren konnten. Schließlich trafen die Brüder auf eine Gruppe Kinder, die einen Tiger inmitten auf dem Wege fütterten. Der jüngere Bruder wettete gegen die Kinder und zum dritten Mal siegte das Kalb. Mit Windeseile verbreitete sich der Ruhm des Kalbes, das Stiere, Büffel und Tiger im Zweikampf besiegen konnte. Auch der König erfuhr davon in seiner Stadt. Er war ein grausam herzloser Mann und verachtete die 10 Gesetze des Königes. Als er von dem weisen Knaben hörte, der ein Kalb mit sich führte, das jeden Gegner besiegen konnte, wollte er das berühmte Kalb besitzen. Daher rief er den weisen Knaben und fragte: »Ich weiß, du hast ein tapferes Kalb bei dir, das Stiere, Büffel und Tiger besiegt hat. Ich besitze einen Elefanten mit edlen Stoßzähnen. Bringe dein Kalb, wir wollen es mit einem Elefanten kämpfen lassen. Wenn mein Elefant siegt, musst du mein Sklave sein. Wenn ihr dagegen Sieger bleibt, so werde ich dir eine hohe Belohnung auszahlen.« Der Waisenknabe hörte es und getraute sich nicht, den königlichen Wunsch zurückzuweisen. Er musste seinen älteren Bruder auf den Königsplatz vor dem Palast führen. Der König befahl seinen Beamten, den Elefantenbullen freizulassen, damit er mit dem Kalb kämpfen könnte. So sollte es geschehen, vor aller Augen, und jedermann sollte Zeuge sein, wie das Kalb im aussichtslosen Kampf fiel. Aber es kam anders. Das Kalb besiegte den Elefanten. Es nahm den blindwütigen Bullen auf die Hörner.
Der Elefant war sofort tot. Der König sah es mit Missvergnügen. Er richtete sein Herz nur auf eines, wie er den weisen Knaben zu seinem Sklaven machen könnte. Darum brachte er eine Giftschlange und ließ das Kalb abermals kämpfen. Das Kalb spießte die Schlange auf und sie starb. Im Tode öffnete sie ihren Schlund und übersprühte das Kalb mit ihrem Gift. Da sank es hin und war tot. Der Waisenknabe trauerte um seinen Bruder. Er umarmte seinen entseelten Körper und weinte bitterlich. Denn von nun an würde er sich allein durchs Leben schlagen müssen. Er nahm die beiden Hörner seines Bruders an sich und ließ daraus ein Buddha-Bild schnitzen, wie der Sterbende es verordnet hatte. Die Seele des Toten aber floh auf in den Himmel. Das Kalb ward wiedergeboren als Pra-In, der Gott. Als der König erkannte, dass die Waisenkinder von Rechts wegen Sieger geblieben waren, bedrückte Missmut sein Herz. Und er dachte an nichts anderes, als daran, seine Niederlage zu rächen. Eines Tages befahl der König, Kraft seines Herrschaftsamtes, den Waisenknaben ein 50 Morgen großes Feld umzupflügen. Er sollte das Unkraut darauf jäten und das ganze Feld mit Reis bepflanzen. In einem Tag sollte alles fertig sein, sonst sei der Tod sein Lohn. Der Waisenknabe eilte auf das Feld und sah, dass es so weit reichte, wie das Auge blicken und das Ohr hören konnte. Er begann das Feld zu pflügen und weinte aus Angst vor der königlichen Strafe. Aber das Feld war zu groß. Er konnte es keinesfalls in einem Tag schaffen. Diesmal würde er die Rache des Königs gewiss nicht entgehen. Das Kalb, sein älterer Bruder, der als Pra-In im Himmel wiedergeboren war, hörte die Stimme seines weinenden Bruders, kam vom Himmel herab und fragte: Warum weinst du denn? Der jüngere Bruder sprach: Der König will, dass ich dieses Feld in einem Tag mit Reis bepflanze. Wenn ich nicht fertig werde, will er mich töten. Aber ich kann es nicht schaffen, denn es ist weit mehr, als ein gewöhnlicher Mensch tun kann. Pra-In hörte seinen jüngeren Bruder zu und sprach: Geh heim und sage dem König, dass du fertig bist. Ich werde für dich den Acker bestellen. Als der Waisenknabe gegangen war, verzauberte Pra-In jenes breites und langes Feld, das es sich übergrünte mit frischem, jungem Reis. Der König hörte, was ihm der Waisenknabe zu sagen hatte. Er misstraute seinen Worten jedoch und ließ sich auf den Acker führen. Da sah er nun mit eigenen Augen, dass das ganze Feld von Reispflanzen grün war. Er staunte und konnte kein Wort hervorbringen. Aber er ließ nicht davon ab, um nachzusinnen, wie er den weisen Knaben verderben könnte. Am nächsten Morgen befahl der König ihm, das ganze Reisfeld abzuernten, und zwar innerhalb eines Tages. Wenn er am Abend nicht fertig sei, werde er hingerichtet. Der Waisenknabe hörte es, und aus Furcht vor dem Herrscher widersprach er dem Befehl nicht, sondern ging hinaus auf das Feld. Da sah er, dass die Pflanzen, die gestern noch grün waren, über Nacht Rispen angesetzt hatten, die bereits reif waren und darauf warteten, geerntet zu werden. Das war ein Wunder. Der Knabe sah es und setzte sich nieder, um zu weinen, denn sein Auftrag ging über seine Kräfte. Seines Schmerzens Hitze drang bis zu Pra-In, dem älteren Bruder. Abermals kam der Gott herab. Als er alles erfahren hatte, sprach er zu seinem jüngeren Bruder: Geh heim und sag dem König, die Maat ist getan. Ich werde die Arbeit an deiner Stadt vollenden. Als der Waisenknabe gegangen war, machte Pra-In, dass der Reis gemäht und zusammengetragen war und auch kein Helmchen fehlte. Inzwischen hatte der König die Nachricht erhalten und ließ sich zeigen, was der Knabe vollbracht. Er sah den gemähten Reis in Haufen daliegen und sein Herz war verwundert. Aber es kannte keine Gnade und der König befahl,
Du musst den Reis bei Todesstrafe in einem Tag ausgedroschen haben. Und wenn er gedroschen ist, sollst du die Körner in die Speicher schleppen, ebenfalls in Tagesfrist. Wenn du nicht fertig wirst, musst du der schwere Strafe dulden. So sprach der König und kehrte zurück. Der Waisenknabe hatte den Befehl vernommen. Er setzte sich nieder und seufzte, denn ihn zu erfüllen war zu viel für seine Kraft. Die Wärme seines Kummers erreichte Prain, den älteren Bruder. Er kam herab, half das Werk zu verrichten, bis es vollendet war. Der König sah es und wunderte sich sehr, dass seine Absicht, den Waisenknaben zu töten, wieder und wieder vereitelt ward. Er versank in Grübeln, denn er wollte endlich einen Weg finden, das Kind zu beseitigen. Schließlich sah er eine Möglichkeit, die ihn vernünftig deuchte. Er ließ dem Waisenknaben sagen, sofort möge er kommen, um sich dem König zu Füßen zu werfen. Er rechnete nämlich damit, dass der Knabe vor Furcht versuchen würde, zu fliehen. Das wäre sein Ende gewesen. Als er dennoch erschien, befahl ihm der König, »Du sollst mir einen gläsernen Palast errichten, mitten in der Strömung des großen Ozeans. Innerhalb eines Tages musst du das Werk vollendet haben, willst du nicht den Tod erleiden.« Der Waisenknabe vernahm den Befehl und eilte, ihm zu folgen. Aber es war mehr, als er an einem Tag hätte vollbringen können. Der Knabe wusste nicht, was er tun sollte, setzte sich hin und weinte darüber, dass er nun doch sein Leben verlieren würde und die Strafe des herzlosen Königs erdulden müsste. Prain jedoch, der in Ewigkeit sehend über der Welt thront, merkte, in wie großer Gefahr sein jüngerer Bruder schwebte. Er kam herab, um den Grund des Kummers zu erfahren. Da erschuf er inmitten des Wassers einen Glaspalast und befahl seinem Bruder, den König zur Besichtigung einzuladen. Als der König kam, ließ er seine Blicke über den Palast schweifen, freute sich der Pracht und betrat die Halle. In diesem Augenblick geschah, was niemand erwartet hatte. Der gläserne Palast stürzte zusammen und versank im Meer. Den König aber, der darin war, riss er mit sich in die Tiefe. Die Menschen sahen, dass der König sein Ende im Wasser gefunden hatte und erkannten die Verdienste des weisen Knaben. In Übereinstimmung der Herzen luden sie ihn ein, von nun an das Reich zu regieren. Wenn jemand anderen Böses tut, so wird auch er Böses erleiden.